Irgendwann macht die Wirtschaft die Politik. Ich würde sagen, irgendwann macht die Politik für jeden Hinterletzten offensichtlich die Politik. Denn heute ist es so, dass die Politik schon lange von der Wirtschaft gesteuert wird. Auch die Medien, die steuern, also die Pharma steuert die Medien. Die Neue Zürcher Zeitung hat wöchentlich eine Beilage, eine Gesundheitsbeilage, die wird fixfertig von der Pharma geliefert und die muss eigentlich nur noch eingebunden werden. Also das heißt, die ganzen Texte, die da kommen, sind gesteuert, die sind gemacht und dementsprechend dürfen die abgedruckt werden. Kritische Stimmen werden von Anfang an mehr oder weniger unterbunden. Das Einzige, was wirkt, sind Leserbriefe. Mhm. Das ist ein gutes Werkzeug und das sollten wir nutzen. Ja, also das auch als Aufruf an die Zuschauer, dass sie eventuell noch Zuschauerbriefe schreiben und die Medienleute etwas aufwecken versuchen. Ja, apropos Medienkampagne, wir hatten in der Schweiz so letztes Jahr, ich glaube 2008, war da diese HPV-Impfung, also die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Du hältst heute Nachmittag auch noch einen Vortrag darüber. Kannst du zu dieser Impfung auch noch etwas sagen? Ja, im Prinzip geht es da ähnlich wie bei der Schweinegrippe-Impfung. Diese Impfung, die da jetzt ausgeführt wird an diesen jungen Mädchen, die wurde in diesem Alter gar nie getestet. Das heißt, die Zielgruppen der Tests, das heißt, die Testgruppen in den Versuchsstudien, erstens war das nur sehr kleine und zweitens waren die zwischen 16, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 16 und 21 und heute wird ja ab 13 oder so geimpft. Also man weiß eigentlich nicht, wie die jungen Mädchen, die ja noch in der körperlichen Entwicklung dann sind, überhaupt reagieren. Dann gibt es auch Stimmen, die aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft kommen, die warnen vor dieser HPV-Impfung, weil es gar nicht erwiesen ist, dass dieser HPV überhaupt Krebs auslöst. Also es ist da auch sehr umstritten in dieser ganzen Geschichte. Dann gibt es nicht nur ein sogenannter Virus, sondern es gibt, wenn es eben Virus sind überhaupt, sondern es gibt mehrere Faktoren, die können den Gebärmutterhalskrebs auslösen. Und so weiter. Das ist auch die ganze Impfung ist ein großes Problem in diesem Zusammenhang, genau gleich. Und wie reagieren die jungen Mädchen oder junge Frauenorganismen überhaupt auf diese massiven Eingriffe in eigentlich die spätere Zeugungsfähigkeit? Das weiß man auch nicht, denn die Studien waren über 3 oder 4 Jahre. In diesen Studien gab es nicht einen Krebsfall, weder bei den Geimpften noch bei den Nicht-Geimpften. Und dann gibt es ein weiteres Problem, das ist die Zusammensetzung. Die sogenannte Placebo-Gruppe erhält eben nicht nur ein Salzwässerchen, das geimpft wird, sondern es enthält in diesen Impfungen im Prinzip genau dasselbe wie in den ganzen Impfungen. Also die ganzen Nebenstoffe, Inhaltsstoffe, Konservierungsmittel, Quecksilber und so weiter, genau gleich wie in der normalen Impfung, nur ohne diese Viren. Das heißt also, die Viren alleine sind wohl ein Punkt, aber die ganzen Nebenwirkungen zwischen diesen oder von diesen Inhaltsstoffen ist eigentlich bei beiden dann quasi identisch. Man müsste zum wirklich die Impfung voll testen, müsste man den einen die ganze Impfung geben und den anderen eben nur diese Kochsalzlösung oder sowas. Das hat man einmal gemacht. Das gab so katastrophale Resultate, dass man damit aufgehört hat. Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann laufen diese Studien, diese Tests nicht ganz wissenschaftlich korrekt ab, sodass sie als neutrale Studien einen wirklichen Aussagegehalt haben. Das würde ja bedeuten, dass man diesen Impfstoff dann ja dann in der Bevölkerung dann in einem großflächigen Test dann erst auf die wirklichen Nebenwirkungen ausprobiert. Das ist doch immer so. Das ist wirklich immer so. Das ist das Problem, denn in diesen Studien, da hat man gewisse Leute, gewisse Menschen, die geimpft werden zum Beispiel, und man sammelt die Daten, man sondert dann sogenannte Impfstudienversager, die sondert man dann aus. Das sind die, die dann Nebenwirkungen zeigen, die eben nicht ins Konzept passen. Und am Schluss ist es immer noch sehr wichtig, welche Nebenwirkungen kommen überhaupt in den Abschluss rein. Denn das entscheidet wiederum der Studienleiter. Und der Studienleiter wird bezahlt von der Herstellerfirma. Also mit anderen Worten, das ist dasselbe, wie wenn eine Branche, und das ist genau das Problem, der Schulmedizin überprüft sich selber. Und das kann nicht funktionieren. Es müsste eine unabhängige Überprüfungsstelle geben. Und die unabhängige Überprüfungsstelle, die unabhängige, ist eben dann die breite Bevölkerung.
Da sollen dann die Rückmeldungen kommen. Das ist auch interessant, wenn man einen Beipackzettel anschaut, der eben auf den Markt kam von einem Medikament und den vielleicht ein, zwei, drei Jahre später anschaut, dann hat sich der wesentlich verlängert. Weil man dann einfach diese Feldstudien eben auch noch bekommen hat. Und das ist das Problem. Ich glaube den Studien nicht, denn die Wissenschaft sind die, die Wissen schaffen. Und nicht Wissen finden in dem Sinn, sondern sie erschaffen es. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Es steht für schwangere Frauen ein besonderes Risiko. Sie sagen nein, sie sagen, das hat bei denen sehr gut gewirkt. Schwangere Frauen sind in einem ganz anderen Zustand. Das Immunsystem ist in einer völlig anderen Ebene. Deshalb ist es möglich, dass die schwangeren Frauen anders reagieren auf die Impfungen. Und deshalb haben die vielleicht gut reagiert, weil das Immunsystem ja im Prinzip anders gelagert ist, als wenn die Frau nicht schwanger ist. Und das natürlich zu sagen, ja, die Impfung wirkt gut, das ist natürlich irgendwie weit hergeholt. Also ich empfehle niemandem. Ja, also das Argument des Bundes oder des Bundesamts für Gesundheit ist ja, dass schwangere Frauen ein geschwächtes Immunsystem haben, weil das Immunsystem ja auch noch für das Kind sorgen soll. Und deswegen eben empfehlen sie diese Impfung, damit das Kind auch nicht geschädigt wird, weil eben das Immunsystem geschwächt ist durch die Schwangerschaft. Warum sollte es geschwächt sein? Das zeigt eigentlich genau die typische Einstellung, Schwangerschaft ist eine Krankheit mittlerweile. Mhm. Das wird so angeschaut, also man muss unbedingt zum Ultraschall, was das Kind extrem stört. Man sollte vielleicht noch Fruchtwasserpunktierung machen, was das Kind nochmal stört und so weiter. Also die Angst, die dann auch in den Müttern ist, die geht ja dann auch auf das sich entwickelnde Leben. Schwangerschaft ist etwas Wunderbares von der Natur. Das ist eigentlich phänomenal, was da aus zwei kleinen Dingerchen entsteht. Und es ist keine Krankheit, es ist ein anderer Zustand. Und dieser andere Zustand ist nicht gleich krank, gleich schlechtes Immunsystem. Das ist eben diese eigentlich kranke Ansicht der Wissenschaft. Ja. Also du hast jetzt gesagt, dass eben diese Studien nicht ganz neutral verlaufen, schon von der Finanzierung her, und dass der Bund jetzt auch versucht, noch schwangere Frauen zu impfen, diese auch noch als Zielgruppe für die Impfung anpreist, dass da jetzt einiges nicht so ganz korrekt abläuft oder man nicht alle Fakten hat. Was erwartest du jetzt für den Herbst 2009 bezüglich Schweinegrippe und oder Zwangsimpfungen? Ich hätte es fast gesagt, das Schweinefleisch wird billiger, denn es gibt dann so viele Schweine, aber das ist natürlich nicht ganz richtig. Ich erwarte, dass uninteressierte, uninformierte, schlafende Menschen Schlange stehen, um sich impfen zu lassen. Das sollen die. Wenn die das Gefühl haben, sie schützen sich damit, dann sollen sie das machen. Für mich ist das kein Problem, weil wir haben den freien Willen. Ich erwarte, dass die Zahlen genauso steigen, wie sie es werden. Oder wie sie es gesagt werden, dass sie eben gestiegen kommen. Weil die Angst, die wird diese Zahlen in die Höhe treiben. Dann ist es das zusammen mit diesem ganzen Test, der ja sehr unsicher ist. Also von dem her denke ich, dass da schon eine Grippewelle kommen wird. Aber nicht wegen dem Virus, denn der wurde noch nie belegt, der wurde noch nie gezeigt. Der ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Aber das sagt man ja nicht in der Presse. Und dementsprechend, sondern einfach, weil diese Tests schlecht sind. Ganz einfach, diese PCR-Tests, die kann man eigentlich rauchen. Die sind sehr ungenau, die sind nicht geeicht auf diesen Virus, denn den Virus hat man ja noch bekanntlich noch nicht gefunden, wirklich. Mhm. Was empfiehlst du jetzt den Zuschauern noch, wenn sie jetzt deine alternative Meinung zu der Schweinegrippeimpfung und HPV-Impfung hören? Was können die Zuschauer tun? Können sie sich irgendwo speziell informieren oder sollen sie sich zu Hause einschließen? Hast du da irgendwelche Tipps? Einschließen höchstens dann, wenn die mit der Zwangsimpfung vor der Türe stehen. Dann würde ich verbarrikadieren und verriegeln. Nein, für mich ist das kein Problem, die Schweinegrippe. Weil sie verläuft ja schon, das sagt diese Direktorin von der WHO, sagt ja selbst, die Schweinegrippe verläuft sehr harmlos. Es gibt eigentlich wenig wirkliche Problematiken. Und die meisten, die gestorben sind, sagt die WHO selbst, die waren vorher schon krank und geschwächt. Also mit anderen Worten, man könnte auch so sagen, wie jedes Jahr die Grippe auch, bringt halt einfach diese Grippe dann noch das Fass zum Überlaufen. Und das hilft dann den Menschen, rüberzugehen. Also von dem her,
keine Angst, ganz wichtig. Sich gut ernähren. Fleisch ist eine Frage, ob man das braucht generell.